Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Ein kurzer Reminder nochmal, wir sind Max an der Blackwell Academy. Wir sind Fotografin, leicht introvertiert und haben soeben festgestellt, wir können die Zeit zurückdrehen. Und was wir damit jetzt so anstellen und ob wir den Mord auf der Toilette verhindern können, gucken wir mal. Ich bin gespannt. Max, don't freak out. Not yet. Oh, das können wir immer machen. Keep it together, Max. Wie krass ist das denn? Das können wir machen, wenn wir wollen. When I took my selfie, still the same stupid picture. So everything seems the same as before. If anybody else looked at this, what would they think? Okay, wir können auch die gleichen Sachen wieder ausführen. Frankly, it's bullshit. Keep that to yourself. Wowzer, my old broken camera is new again. My pencil case is still in the same place. And any one of you could do that to Aber mehr können wir auch nicht machen. Wir können nicht aufstehen oder jetzt irgendwie... Wir können wieder ein Selfie machen. Mal gucken. What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye. So, I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. So I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Can I save her? Portraiture has always been a vital aspect of art and photography. I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first So, das hast du ja jetzt voll drauf, Max. What? Sagen wir mal, wir müssen schnell ins Bad. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. Komm, Zeit zurückspulen. Shit. Darf ich nicht. Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style, like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Ja, ich will zurückspulen. What if I rewind again and give him the right answer? Oh, this icon means you learned a useful fact that you may be able to use if you rewind. Okay, also zurückspulen. Und dann geben wir jetzt einfach die gute Antwort. Ich glaube, da kann man auch so leicht dran verrückt werden, denn, wer den Film Ich täglich grüße das Murmeltier gesehen hat, woran mich das ziemlich krass erinnert, der weiß, oder der hat das wahrscheinlich auch so ein bisschen mitbekommen, dass es ziemlich schwierig sein kann, alles perfekt zu machen. Das ist ja fast schon unmöglich. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the Oh, das können wir sogar skippen. Das tun wir aber nicht. The Daguerrean process. Invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Jawohl! The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear defined features. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir zum Klo kommen. Reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of Evan. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an Everyday Hero. Und deswegen haben wir natürlich auch das Selfie geschossen. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Weil, ich weiß nicht, ob wir solche Sachen angucken müssen. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Das kennen wir alles schon. Texte, ist übrigens, werde ich kurz einblenden. Are you okay? You look pale. Kate, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just tripping. Too much stress. I know the feeling. Was? I wish we didn't. I wish we didn't. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. Thanks, Max. Cool. So, jetzt werden wir uns straight auf Klo begeben.
Oh, wir können... I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Oh Gott. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ja, ich weiche ja nicht aus. Avoiding just biding time, waiting for the elusive right moment. Genau. Exactly. Ja. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Alles klar. Okay. Press Control. Ah, bis zu diesem Punkt dann immer. Und da können wir uns umentscheiden. You still have to do your homework this week. Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid. Was passiert denn, wenn wir das skippen? Ach, dann kommen wir dann direkt. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Ja, ich habe auch Faith in mich. Naja, aber das Wichtigste kommt ja eigentlich noch. Ich bin so ein bisschen hibbelig, ehrlich gesagt. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. Hold shift to move faster. Alles klar, wir können rennen. They'll think I'm crazy. Go, go, Max. Moment, sehen wir die vielleicht hier irgendwo schon? Nee. Okay, dann begeben wir uns mal auf die Damentoilette. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Ah, und dann kamen die rein. Aber wie verhindern wir das? Out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Oh, come on, put that thing down. Okay. It's happening again. People trying to control me. You are going to get in hella more trouble. No, he has a gun. I should do something else. Okay, okay, ja, stimmt. Wir sollten die vielleicht nicht unbedingt. I need a hammer. Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Ja, da ist der Hammer. Lol, ich habe den Schuss gar nicht gehört. Ich frage mich, ob unser Körper da irgendwie Schaden durchnimmt, wenn wir das Laufen machen. So, Hammer nehmen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. You're not affected by the rewind. Moving objects. No way. Don't ever touch me again, freak. Alter, war das knapp. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Ist doch alles super, oder nicht? Habe ich irgendwas verpasst? Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Oh, wieder Leute mit was zu sagen, die eigentlich sonst nichts im Leben haben. Das sind die Security Guards, ey. Dankeschön, Mr. Ist das der Direktor? Principal, ja, genau. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about?
You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Hide the truth or report Nathan? Oh Gott. Wir sind mal ehrlich. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the grocery. Ah, der glaubt uns bestimmt Nathan nicht. Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know, I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family. Oh. And one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course. This argument means your action will have consequences. The Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Nee. Ich bleibe bei der Ehrlichkeitsschiene so ein bisschen. Aber es ist gut zu wissen, dass diese Punkte mir anzeigen, hey, du kannst jetzt doch vielleicht nochmal dich umentscheiden. Der glaubt uns natürlich nicht und ich gehe auch mal davon aus, dass es irgendwie dazu kommen wird, oder nicht dazu kommen wird, dass der Typ dafür belangt wird. Ich denke mal, da kriegen wir eher noch Probleme durch. Left mouse button, go to the main campus. Okay. Oh, geile Schule. With Nathan Prescott, please come to the front office. Aha, jetzt geht's los. Oh, Missing Persons Poster. Ja, wir haben eben auch, was heißt eben, in der letzten Folge, als ich zum Klo gegangen bin, haben wir schon dieses Plakat hier gesehen, dass diese Schülerin scheinbar, oder? Rachel Amber. Genau. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Tattoo on calf of a dragon and a star on the inside of the left wrist. Ah gut, das sind halt Merkmale. Rachel Amber ist 19. Die ist schon seit April weg. Krass, aber das ist schon eine Ecke, haben wir nicht. Längere Texte werde ich einfach anzeigen. Ihr könnt dann auf Pause drücken. Ich werde die lesen, werde das cutten und ihr könnt die dann lesen. So dauert das nicht so lange. Ein Eichhörnchen! Können wir davon... Oh. Wir können das Eichhörnchen immer wieder springen lassen. Wie geil ist das denn? Hallo Eichhörnchen, guck mal, Eichhörnchen. Oh, wie süß ein Eichhörnchen. Okay. Miss Grant. Who are you? Wer ist denn das? Sag mir das mal. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Aha. Was hätten die da für eine Petition? Solche Leute. Ah, die rennen bei uns vor der Uni auch immer rum. Die wollen einen für sämtlichen Kram haben. Man fühlt sich dann immer so leicht schlecht, aber wir sind dann doch manchmal sehr nervig. Ah, was möchte sie denn? Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. Ja, auf jeden But would Fall. You do Miss Grant a favor and hear me out? Ja, komm. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Nee. Was soll denn mit den ganzen Kameras? That's crazy. I get why school should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope. And it's up to you and your classmates to stand up here.
Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land, to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. What? So lange gibt's die Schule schon? Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Was? 1984 war ein super Jahrgang. George Orwell hatte Unrecht. Ja, komm. Absolutely. Wir müssen ja nichts bezahlen, hoffentlich. But not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Und ich glaube, wir können noch ein paar Allies gebrauchen. Von daher machen wir das mal. Wir könnten jetzt eigentlich Kate suchen, denn ich glaube, die anderen Studenten, die kenne ich ja noch gar nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen. Ach so, Hayden. Wer bist du denn? Hayden. Wer ist denn Hayden? There's Hayden in his Vortex Club Harem. He sure is living the dream. Okay. Was ist denn mit Hayden? Hey Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. What is in the Vortex Club? What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night. Then you wouldn't be so inclined to gossip. Oh, hang with the Vortex Club. Naja, wir wollen ja so ein bisschen mehr socializen, also. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Remember Rachel. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. Natürlich. Jetzt können wir vielleicht ein paar Sachen rausfinden, die zu Rachels Verschwinden geführt haben. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Was soll das denn heißen? Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Über Nathan können wir auch reden? Ist der auch da drin? You really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. But I'm a hater. Sollen wir den jetzt auch noch schlecht reden? Ich weiß nicht, ob Hayden das so gerne hört. Fair enough, but I'm still not going to party with him. Your loss, bro, is fucking hilarious when he's blazed. And he does always have the best shit. Huh, okay. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No. I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Ja, wieso nicht? Brooke, okay. Die hat gerade zu tun mit ihrem Pet. Vielleicht weiß sie was über Rachel. Let me guess. You want to fly my drone? What? Auf jeden. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right?
You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Das machen wir aber nochmal. Warte mal, können wir nicht einfach Control drücken? Ja. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? Es gibt die richtige Antwort schon. A weapon, right? Was? You read too many conspiracy sites. This might be too... Okay. Oh, wir können die Tasche durchsuchen. What a complicated name for such a tiny drone. Highfly B400. Okay. Ich finde die Dinger total cool. Ah! Guck mal, wir haben was gelernt. Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. So, jetzt aber. Hi, Brooke. Let me guess. That's a Highfly drone. Na, guck mal an. That looks like geil, ich liebe diese Fähigkeit. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here. Give the drone a whirl around campus. Oh, bitte nicht die Drone crashen. Denn wird die bestimmt böse. Aber ich kann hier nicht selber fliegen, also. Vielleicht sehen wir ja jetzt was. Oh Gott. Ich will auch so einen Teil haben. Wen haben wir denn da? Aha. Ah, wobei Max kann scheinbar ganz gut damit umgehen. Ach so, lol. Okay, sorry. Ich musste Space drücken, um damit aufzuhören. Oh! Wir haben eine neue Nachricht von Warren. What? Was ist da los? Sorry, running late in Sunday. I'll meet you in the lot. Looking cool, you see. My camera will be ready. See you shortly. Okay. What? Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Okay, okay. Dorm sind diese, press tab to open your journal. Das sind neue Einträge. Ah, okay, ah, dann sind die Leute freigeschaltet. Der Principal. Also, hier wäre dann wieder so eine Stelle, wo ihr Pause drückt. Ich werde es jetzt mal kurz lesen. Und dann einen kurzen Cut machen. Was haben wir noch für Leute? Oh, Nathan natürlich, ganz wichtig. Den werden wir uns gleich erst gucken. Wir mal David, den Security Guard. Oh, der hat schon so eine Südstaatenflagge. Das, naja, das passt so ein bisschen. Der nächste und letzte, den wir jetzt noch haben, wäre erstmal Nathan. Da bin ich mal gespannt. Ja, das wäre auch eine gute Frage. And he almost killed or did kill a girl on campus. Eigentlich hat er es ja getan, aber auch nicht getan. Das finde ich ziemlich spannend. Und ja, bei dem müssen wir echt aufpassen mit seiner Waffe. Das heißt, wann hat Max denn bitte jetzt schon den Eintrag geschrieben, ey? Können wir nicht hier irgendwo einfach zum aktuellen Datum springen? Nee. This does not exist. Aha.
Das wäre dann der 7. Oktober. Nein, ich habe am 4. Oktober Geburtstag. Irgendwer hatte sich gewundert, ob ich am 1. Oktober Geburtstag habe. Nein, am 4. So, ein Eintrag musste da noch sein. Genau, da ist der heutige Eintrag. Hier geht's dann weiter. Und der letzte Eintrag. Das ist eine schöne Zeichnung von Nathan. Okay, ich muss irgendwie so ein bisschen sagen, diese Tagebucheinträge sind sehr beschreibend. Also, es wird sehr viel darüber geschrieben, was wirklich passiert ist, und nicht ganz so viel, so ein paar private Gedanken, die sind natürlich schon drin, aber, naja, gut. Ah! Wir müssen eigentlich zu unserem Dorm, aber, Stella interessiert mich schon. Ich würde schon gerne mit relativ vielen Leuten reden. Stella always looks so serious and dedicated. Good for her. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Uiuiui. Ob sie möchte, dass wir auf den gleichen Typen? I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell Hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. But was? Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. You what? Wait, das ist eine ganz neue Information. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Okay, das ist gut zu wissen. Daniel, du sitzt hier ganz allein und zeichnest. Zeig uns doch mal, was du da gemacht hast. Wer ist denn Daniel eigentlich? Daniel is always drawing something. He makes me look like an extrovert. What's up, Daniel? Oh. Hi, Max. Could I, ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Ach, wieso nicht? I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Kann natürlich auch schief gehen, es wird veröffentlicht, aber... I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Der hört sich leicht creepy an, muss ich ganz ehrlich sagen. Rachel Amber. Oh Gott. Aber, You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Creep. So, what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay. Okay, dann leg ich mal los. I can start drawing it, even though I must be a step down from Rachel. No way. You're a good substitute, Muse. Ich frage mich, während wir spielen, ob da eine Zeit fortschreitet. Oh, that's a good posture. Also wenn ich mich jetzt länger draußen aufhalte, ob ich dann beispielsweise das mit Warren verpasse oder so. Good. Ich hoffe mal nicht. Best portrait ever. Das ist cool. Kannst du gerne hochladen, Daniel. Oh, this action will have consequences. Das dachte ich mir doch. Also entweder finden die Leute es irgendwie scheiße, so, Daniel hat dich gezeichnet, du bist total verliebt in ihn. Aber ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ja, da ist schon wieder das Rachel-Poster. Was haben wir denn da für ein Ding?
Das sieht lustig aus. I could go for a burger now. On a quest for magic and adventure. Roll the 20-sided dice. Das hört sich sehr stark nach Pen and Paper an. Join Blackwell Science Gamers Group. Oh ja. Every Wednesday, Blackwell Science Lounge. 3:15 a.m. Weekly Games TBA. To be announced. Please have knowledge of basic gaming rules and etiquette. Cosplay and women welcome. Ja, das ist mir vollkommen klar. Cool, cool. Ja, das können wir auch noch lesen. Ah, okay. Ja gut, das habe ich jetzt schon so gelesen. Das sind die coolen Jungs. Die Skater Boys oder was? Vielleicht wissen die was. Die wissen doch bestimmt was über Rachel. There's Justin and his skater posse. They're so cute doing their tricks. Die sitzen gerade in der Runde, die machen überhaupt keine Tricks. Yo, Justin. Yo! Check out the Max. Come to Thrash? Erstmal fragen, ja? Wenn wir dann dafür angemacht werden, zurückspulen. Thrash? You mean stage diving? Thrash Metal, jawohl. You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Aha. Wupp! Yo, Justin. Yo! Check out the Max. Come to Thrash? Came to nose slide. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah. I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Uh-oh. Boah, hoffentlich. Oh nein, was ist denn, wenn jetzt... Ich muss da jetzt dieses Mal dran denken. Was ist denn, wenn jetzt einer da einen Abgang macht, auf die Straße fällt und will überfahren? Oh mein Gott. Hier Tree Flip, haben wir gesagt. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Oh shit. Direkt in die Nüsse. Wir können ja mal gucken, ob der Noseslide auch so endet. Hey, wieso stehen wir denn jetzt da vorne? Yo, Justin. Check out the Max. Ja, hier. I came to Noseslide. I came to Noseslide. Oh, sick. You're not... Nah. Oh, ja, dann zeig mir mal den Noseslide. Vielleicht kann er den ja. Noseslide. Let's get Trevor all over that action. Bitte versau ihn nicht. Jawohl. Yeah, man. Hast du dir jetzt nicht dein Board selber in die Eier gehauen? Ich bin stolz auf dich. Können wir ihm das nicht sagen? So, hey, geil? Nein, scheinbar nicht. Ich find's ehrlich gesagt ganz cool, dass man hier so einen, naja, nicht normalen Tag, aber dass man hier draußen halt, relativ viel machen kann. Hey. You never really escape Betty. Oh, I used to be. Oh, oh, oh. Sollen wir lügen? Nee. Not really. Too bad. It's nice to have the females on board too. Rachel, Amber and her punk friends love skating with us. Ich glaube, wenn wir ja gesagt hätten, dann hätten wir bestimmt was vorführen müssen und hätten uns hart auf die Fresse gelegt. Wer ist denn der punk friend? Das ist eine gute Sache. Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Oh, die kennen wir doch. Blue hair. You knew Rachel? She used to chill with us sometimes. One day she just vanished. I hope she's living the dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Yeah. Oh my god. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Okay. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Cool. Können wir sonst noch mit irgendwem reden? Ansonsten würde ich nämlich zum Dorm Room gehen. Wir haben, glaube ich, auch mit allen geredet, die hier sind. Wir haben, außer die da ganz hinten, die Turteltäubchen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob wir da hin können. Aber das ist eigentlich ganz gut, um das mal zu testen, wie weit wir uns denn überhaupt bewegen können. Hi. Ach, du chillst hier nur so in der Sonne.
Na, doch mit den Evan! Gucken wir mal, was macht er denn so Schönes? Evan's portfolio always looks so uber pro. I think his name is Evan. He all. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. Uh-oh. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous fallen soldier? Eins, zwei, drei oder vier. Ich habe absolut keine Ahnung. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My, my. This quiet child knows. Jawohl! That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Ja, dann gucken wir doch mal rein. Oh, Rachel. Rachel. 2012. Und abstrakte Landschaften. Aha. Aber so können wir mit ihm doch über Rachel quatschen. Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles worked best with my eye. Ich glaube, Rachel war das beliebteste Model von jedem. What was she like? She was like mercurial. You know what that means. Of course I do, you snob. I know, I can be a little diva. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Ach so. Das ist Captain Obvious wieder am Start. Dann haben wir noch den letzten hier, und zwar Luke. Oh, hier ist Graffiti. Oh, der Vortex Club sucks. Okay. Clever. Aha. Wer bist du denn? That's Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Go bullies. Hello? Max, I don't feel like talking. Was ist denn los? What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. You know him. Nee, davon erzähl mal lieber nichts. Not really. I've seen him around. Sounds like you know way more than that. Max, tell me. Ich weiß nicht, ob wir damit hausieren gehen sollten. Das finde ich. Das ist irgendwie eine falsche Entscheidung. Also, einem Principal zu sagen, okay, der hat Bullshit gemacht, gut. Aber jetzt auch noch Gerüchte verbreiten auf dem Campus, halte ich irgendwie für falsch. Nope, he's just an entitled dick with a lot of money. Not my type. Somebody needs to take that prick down. Ich meine, vielleicht brauchen wir ihn als Ally, aber na gut. He'll take himself down. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. Das ist ja gut. Aber ich werde damit auf jeden Fall nicht hausieren gehen. Das halte ich für keine kluge Entscheidung. Und wir werden uns jetzt endlich mal rein zum Locker begeben. Und dann ist die Folge auch schon wieder rum. Wir haben ein bisschen was über Rachel erfahren. Einen nicht ganz normalen Schultag gehabt. Ach du Schande, okay. So, wenn hier noch ein Poster ist, gucken wir uns nochmal an. I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. What? Do the Bigfoot Stomp. The Bigfoots versus the Razorbacks. Ah, Football. College Football. Nee, High School Football. Naja. Oder können wir da hinten rein? Blackwell Academy? Ich denke, ich guck mal eben, ob wir da hinten noch rein können. Was sind das überhaupt? Ach, der oh, die haben einen Swimmingpool. Geil. Dann haben die doch bestimmt noch, ja, das ist die Schwimmteam. Die Schwimmteam. Ah. Ah, hier, das ist Rachel. Ne, Moment, das ist Rachel. Ne, das ist Rachel. Das ist Rachel. Otter Power. Aha. The Otter. Swimmingpool Warning. And this is where the otters perform their aquatic magic. Otter Power? I'm so not there. Ja, ich glaube, dafür ist Max nicht so unbedingt geeignet. Wie viele Eichhörnchen überall sind.
Ey, was haben wir denn hier? Hier ist die Raucherecke, oder was? Ew, gross. At least switch to E6. Achso, ich dachte, wir finden jetzt hier irgendwas raus. Oh, that's not nice. Poor little otter. Aber der Hai ist cool gemacht. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Können wir dann echt... Oh Gott, in den Sachen... Missing person, leaflet... Ey, wo bist du denn? Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. Okay, also, nächste Folge, beziehungsweise morgen, die kommt wieder um 15.30 Uhr. Ich danke jetzt schon mal fürs Zuschauen. Wir haben eine Menge erfahren, wir haben die Leute endlich mal kennengelernt, mit der Max hier so ein bisschen zur Schule geht. Und ich freue mich ehrlich gesagt, ich finde es total cool, wie viel man hier machen kann. Auch wenn das Spiel am Anfang sehr schnell war, jetzt hat es ein bisschen runtergefahren von der Schnelligkeit her. Aber ich finde es ziemlich geil und ich hoffe, dass wir Rachel finden werden und was gegen Nathan tun können. Und wie sich so unsere Entscheidungen ausgewirkt haben, müssen wir auch noch sehen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.